Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 10. Und wir machen an der Stelle weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Es ist der zweite Teil, nachdem wir in der letzten Folge das Projekt gestartet haben. Okay. Wer ist da? Och ja, das sind ja nur ein paar. Allein, dass nur noch wir da sind. Alle anderen Menschen sind schon rechtzeitig geflüchtet und wir sind so lahmarschig, dass wir hier noch mit den Dingern uns rumschlagen. So. Aber gut, ich glaube, mit unseren Ekstasefähigkeiten könnten wir das packen. Ah, wobei, das wird schon ganz schön kritisch, ey. Okay, ich glaube, dann sollten wir den mal fertig machen, wo die Flügel anfangen zu glühen. Oh, schöner Crit oder was? Vernichten. Dann hauen wir den jetzt als nächstes weg. Na, komm. Hä? Ach, kann ich den hinter mir nicht angreifen? Doch, so. Mann, jetzt habe ich auch ganz schön Zeit verschwendet. Schon wieder daneben. Die nächsten Flügel fangen an zu glühen. Also ich will nicht wissen, was passiert, wenn die schon zu lange glühen. Okay. Den da? Okay. Und gucken wir mal, was dabei rauskommt, solange er einen Plan hat. Das sind schon die nächsten Flügel, die anfangen zu glühen. Okay, es bewegt sich. Gefühlt. Weiter hinunter. Und... das nenne ich mal eine ordentliche Explosion. Ach so, das ganze Haus fällt einfach mal um, oder was? Oren ganz entspannt. Wie ein Fels in der Brandung. Oh Mann, ey, ich habe mich schon so lange auf dieses Spiel gefreut, das endlich mal wieder zu spielen. Eine Sache, die ich noch dazu sagen kann, der zweite Teil, den habe ich auch angefangen. Ich weiß gar nicht, habe ich den durchgespielt? Ich bin mir gar nicht sicher. Der ist auf jeden Fall nicht mehr halb so cool wie der erste. Vielleicht haben ja einige von euch auch die Erfahrung gemacht. Ja, will er uns da jetzt hängen lassen, oder? Oh gut, wir werden sowieso oben irgendwo reingesaugt. Von dem her ist es wahrscheinlich Jacke wie Hose, ob er uns nun hängen lässt oder nicht. Es kommt jetzt am Anfang noch alles sehr, sehr mysteriös rüber. Vor allem wird man jetzt gerade noch sehr im... ist man noch sehr ahnungslos. Aber das wird noch besser. Die Stimme kommt mir bekannt vor. My old man? Hinunter.
Okay. Sollen wir jetzt hier hinunter einfach nur, oder was? Aber weiter hinunter kommen wir nicht. Können wir die Sicht irgendwie wechseln? Ah, guck mal, da hinten ist so ein Plateau. Ah, dann gehen wir mal dahin. Ich glaube, da sollten wir auch eigentlich direkt hin. Ich bin bloß ein bisschen nach vorne geschwommen. Na? Thought about a lot of things, like where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded and then sleepy. I think I had a dream of being alone. I wanted someone, anyone beside me, so I didn't have to feel alone anymore. Werden von einer gefühlt in eine Dimension in die nächste geworfen. Von einer Dimension in die nächste. Na, wo sind wir jetzt gelandet? Ein Vogel. Immerhin ein Lebewesen gibt es noch außer uns. Ist das ein Traum oder ist es Realität? Das werden wir gleich mal herausfinden. So, schwimmen wir erstmal eine Runde. Zur Entspannung. Eben war da irgendwie so ein leuchtendes Steinchen, aber ich weiß nicht, wo das hier war. Da ist nix. Oh, ich würde sagen, dann gehen wir einfach den Weg ab durch die Mitte. Bleibt uns wahrscheinlich auch gar nichts anderes übrig. So, und hier haben wir den nächsten Speicherpunkt. Die Gelegenheit nutzen wir auf jeden Fall mal, um nochmal zu speichern. Xanarkand waren wir eben und jetzt sind wir Meeresruinen. Auf der Map sehen wir, dass es hier links lang geht. Das werden wir auch mal eben erkunden. Kann ja gut sein, dass wir hier eine Schatztruhe haben. Eine Heap-Potion. Besser als nichts. Vor allem am Anfang hat man meistens nur Potions, wobei die echt fast gar nichts gebracht haben. Ein paar Bläschen. Alter, was war das für ein schneller Fisch? Wir sind ja im Schwimmen relativ gut geübt durch unseren Beruf. So, da leuchtet wieder was, aber es sieht einfach nur aus wie ein Speicherpunkt. Und wir haben jetzt keine Map-Sicht. Das ist ja jetzt schon fast wie ein Horror-Game. Wow. Wie ich mich ekeln würde, wenn so eine Viecher neben mir rumschwimmen würden, ey. Wem geht's noch so?
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn einfach nur irgendwie so eine Spinne oder ein Frosch oder irgendwas über euren Fuß rüber geht? Uah. Ekelhaft, ey. Aber wir sind relativ gut im Ausweichen, auch unter Wasser. Und wir machen alles One-Hit-Down. Was kommt jetzt? It's magic in the air. Oho. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob wir uns mit dem Vieh auch anlegen sollten. Ich glaube, wir wären ganz gut beraten, wenn wir jetzt lieber abhauen. Doch, nee, verdammt. Jetzt ist es auf uns aufmerksam geworden. Ich glaube, das wird ein härterer Kampf. Warum sind wir falsch rum? Shit. Was? Und wie wenig wir dem Vieh abziehen. Ich glaube, das können wir nicht gewinnen. Schwimmen. Auf und davon. Oh no. Aber durch unseren Sport sind wir doch ganz gut im Schwimmen. Oh nein, lass dich nicht. Nein. Oh, haben wir es doch noch geschafft. Ich dachte schon, wir landen in diesem komischen Bob-Käfig da unter ihm. Aber das sieht ja noch ganz gut aus. Scheiße, warte mal, ich habe hier gerade irgend so ein Krümel auf meinem Display entdeckt. Bildschirm, sorry. I had made it out of the frying pan and into the freezer. Never give up. I was gonna die in this place. So, sind wir hier im nächsten Raum gestrandet, so. Irgendwas lag doch da eben rum. Ich glaube, ich sehe immer nur irgendwelche Dinge. Da lag doch eben so eine Medaille rum. Sah zumindest so aus. Naja, dann nicht. Das ist eine Schatztruhe. Da bin ich mir jetzt aber sicher. Er bewegt einfach mal so einen riesigen Stein. Oh, das sieht kalt aus. So, jetzt wollen wir erstmal die uns die Schatztruhe sichern. Hinten ist sie. Na komm. Da ist sie. Du gehörst uns. Explosion. Indem wir das gemacht haben, werden wir uns hier einmal... Ja, wo war denn der Speicherpunkt eben? Da war doch eben noch ein Speicherpunkt. Da. Dem werden wir uns noch einmal speichern.
Und dann ist unser Leben auch wieder voll. Meeresruinenhalle. Sind wir von hier gekommen? Nein, oder? Oh, sieht komischerweise aus wie Feuersteine, ja. Findet man einfach so mal eben hier die Feuersteine. Was sonst? Und dann eine erloschene Feuerstelle. Als Brennmaterial werden leicht entflammbare Gegenstände benötigt. Da habe ich auch schon eine Idee. Wie wäre es denn hier mit der Fackel? Geht nicht. Ein verweckter Blumenstrauß. Zu nass, um als Brennmaterial verwenden zu können. Eine unheimliche Statue. Auch das ist zu nass. Gucken wir mal in den Raum rein. Da waren wir auch, glaube ich, noch nicht drin. Na? Das sieht eher nach einem trockenen Strauß aus. Was finden? Gibt es hier auch noch was zu finden? Quetschen wir uns hier mal durch. Und die haben noch eine Schatztruhe. Gerade wenn man schon ein bisschen öfter Final Fantasy gespielt hat, dann weiß man auch so ein bisschen, wo meistens noch ein Gang ist, wo meistens irgendwie noch was versteckt ist. Ich denke, die meisten Zuschauer werden es jetzt werden wissen, was ich meine. So. Und dann wollen wir mal zu der Feuerstelle. Dann können wir jetzt unser Feuerchen machen, wobei so ein kleiner Busch nicht lange halten dürfte. Aber gut. Erstmal besser als nichts. What? Was war das denn? Hunger? Werden wir beobachtet. Puh. Also. Ja. Habe ich sie mir richtig angesehen? Also ich hätte da ganz schön Muffensausen. Was ist mit diesem Jungen los? Das ist irgendwie Psycho. Und unser Feuer geht aus. Ja, geht's hier darum, Geschwindigkeitsrekord zu brechen oder was ist das mit dem komischen Ekelvieh? Los. Ich glaube, die zweite Folge wird auch relativ lang.
Es ist immer ein bisschen schwierig, das einzuschätzen mit den Phasen, wo man mal speichern kann. Ah, komm. Du hast keine Chance. Jetzt schon wieder was noch Größeres und frisst das auf. Was ist da denn los? Oh. Wer sind die denn? Freunde oder Feinde? Ganz schön enges Outfit. Oh, sie hilft uns. Aber gut. Ich kenne die. Solche Items nur im Kampf verfügbar und zwar im Spezialmenü unter Benutzten. Also im Spezialmenü kann man Granaten benutzen. Hier, Moment. Benutzen und dann Handgranate darauf, da. Pam. Die greifen normal an. Wir haben keine Handgranate. Warte mal. Und wir könnten auch nochmal klauen. Handgranate geklaut. Na so. Na sowas. Dann können wir. Achso. Normaler Angriff nochmal. Können wir eine von den Handgranaten wieder heraufwerfen. Oh Gott, die zieht hier mit ihrem normalen Angriff gar nichts ab. Rauf da! Geben wir ihr mal eine Potion. Oh, das war ein Crit. Der hat gesessen. Oh, ein Level Up bei Tidus. Es Ability Spheroid. Erhalten. Oh. Ist das schon die direkte Haut? Ich glaube nicht, oder? Eher wie ein Lack- und Leder-Outfit. Sehr schön. Hey, let me go. Okay, gerettet sieht irgendwie anders aus. Also, falls ihr das versteht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was die gerade sagen. Klingt irgendwie so russisch oder sowas. Hat sie uns einen Bauchschlag gegeben oder einen Eierschlag? So oder sowas unangenehm. Kid, it's Daja. Oh. Hey, that hurts. Sujek, right? Whoa. Okay.
Kriegen eine Stelle nach der nächsten. Nette Tattoos. Right, whatever. Do we hood Quebec? I said I don't understand. Cormala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. So, hier speichern wir jetzt ab und dann ist die zweite Folge auch schon rum. Ich hoffe, dieses Video hat euch auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Und dann sage ich erstmal, bleibt stabil und bis zur nächsten Folge. Ciao!